Hi Leute, Jerry mit einer weiteren Folge von Steel Rising und ich habe hier tatsächlich mal ausnahmsweise was mitgebracht und zwar eine Dose Monster. Prost! Ah, somit lässt sich spielen. Okay, wir sind... gute Frage, wo sind wir? Ah ja, genau, wir sind hier unterwegs in den Gassen von Paris. Und das Monster klebt mir im gesamten Mund. Herrlich, so mag ich's. Hier. Ah, genau, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg, den Bischof zu retten. Jetzt erinnere ich mich. Ich meine, ist ja auch schon wieder 5 Stunden her, dass ich gespielt habe. Da drüben waren wir noch nicht. Wir waren auf dem unteren Teil der Brücke. Aber da oben. Oder? Nein, warte, doch, da waren wir schon. Da waren wir schon, da hinten die Leiche, da erinnere ich mich, da war ein Item, da wo mein Hut jetzt ist. Apropos Hut, den müssen wir wieder ausblenden. Da will ich so nicht. Bisschen merkwürdig, dass das so ist, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, in einem zukünftigen Patch mal behoben zu werden. Ist ja auch nichts so. Hallo. Ist ja auch nichts so Großes, was irgendwie ein Problem wäre. Ich glaube, die Hunde haben ein bisschen ein Problem beim Pathfinding, wenn man auf dieser Brücke steht. Oder auf dieser Erhöhung. Kann ich eigentlich in die Luft schießen? Ja, aber nicht so wirklich treffend dann. Was ist denn... Ach so, trifft er mich trotzdem. Aber ich kann auch nicht richtig gut angreifen. Wir machen einfach mal so weiter. Was ist denn mit denen? Wieso haben meine Kugeln denn so eine merkwürdige... Oh. Hitbox. Moment, ist das... Ist das mein normales Unterarm-Combat-System? Ich bin mir gerade nicht sicher. Anyway, wir haben neue Waffen, also eine neue Waffe, nämlich die brennenden Unterarm-Tonfas. Und es ist zumindest ein bisschen Abwechslung und hat halt vor allem den Vorteil, dass wir dem Gegner ein zweites Element drauf klatschen können, nämlich wenn wir mal einen Boss haben, dann frieren wir den ein, dann verprügeln wir den so lange mit den Tonfas, bis er brennt und dann frieren wir ihn einfach so lange ein, bis er stirbt. Theoretisch können wir ihn auch einfrieren und während er, also während er brennt, einfrieren und dann und dann brennt er langsam zu Tode. Das ist eigentlich ziemlich funny. Das müssen wir nochmal ausprobieren beim nächstbesten Boss. Hoffentlich klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Warum strömt das denn so schnell dadurch? Und ist das, guten Tag. Wo strömt denn das her, wenn das von hier strömt? Ha. Also aus der Landmasse da rausströmt. Und das unten durch, oder wie soll ich mir das vorstellen? Ist, glaube ich, auch eigentlich wurscht. Wir noch ein bisschen frisches Öl spritzen. Oh ja, richtig schön in den Nacken. Hier ist ein... Ah! Hier ist so ein Ding. Ah, Bisschen Burst-Schaden bekommen, aber keinen Dodge-Schaden. Das ist mir eigentlich ganz recht. Alchemiekapseln, 3 Stück. Was haben wir hier? Nochmal Lehmgranaten. Ach, ist das Wunderbärchen. Dann einmal da hochziehen, weil es schön aussieht. Da haben wir ein bisschen Kisten. Haben wir eine Prise Kisten. Treppe rauf, Treppe runter. Wie man es halt gerade braucht. Du wirst wahrscheinlich auf mich schießen, wollte ich sagen. Und dann... Das sieht doch ganz gut aus. Alchemiekapseln, Alchemiekapseln, Alchemiekapseln. Bin ich sehr zufrieden mit. Wir wollen nicht vergessen, dass wir in dem anderen Bereich der Map noch ein wenig, also eine Truhe hatten, die wir noch hätten aufmachen können, aber für die wir keinen Schlüssel hatten. Es ist wesentlich schwerer, die Gegner einfach anzuzünden, als dass man sie einfriert. Deswegen werden wir uns das mal für den nächstbesten Boss aufheben. Und vermöbeln die jetzt einfach so, weil sie halt einfach auch genug Schaden von uns kriegen. Ist ja nicht so, als würden wir keinen Damage machen. Gusseisen, Brandgranaten, Alchemiekapsel. Stimmt, die Granaten muss ich auch mal mit alle auf das, auf den Quickslot legen. Das machen wir mal direkt jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Wo sind die denn? Violette der Feuerresistenz, Lehmgranaten sind schon draußen. Rostgranaten. Gar nicht so nützlich, aber machen halt trotzdem... Ah, hier sind noch Brandgranaten. Wie wär's denn mit denen? Blitzgranaten haben wir auch noch. Dann tun wir doch mal das ganze Arsenal aufs Inventar oder auf den Quickslot. Und dann können wir hier mal lustig und fröhlich, wie wir sind,
durch die Gegend schmeißen und alles bombardieren. Ich fühle mich hier in dem Spiel ein wenig wie ein Cheeser. Ich glaube, das Spiel ist recht schwer, wenn man nicht mit Eis spielt. Also wenn man nicht vor allem mit dieser Eisknarre spielt. Die wird im Verlauf, wahrscheinlich während dem Playthrough hier noch, vermutlich genervt. Sodass wir dann nicht mehr einfach jeden eineisen können, wie wir es wollen, und danach vermöbeln können, wie wir wollen. Ich weiß nicht, wie ich mich darüber fühle. Auf einer Seite denke ich mir, ja, ist gut, weil dann muss man das Spiel auch spielen und nicht einfach wegschießen. Auf der anderen Seite denke ich mir, das Spiel gibt mir die Möglichkeit, ich mache nichts Falsches. Das hat er wohl vergessen, uns zu erwähnen, dass der Bischof versucht hat, ihn zu retten. Was ist das denn? Ist das Vicençon? Oder ist das der Bischof? Oder wer ist das gewesen? Wir haben die Bibel bekommen. Oh, die will ich jetzt erstmal gerne komplett durchlesen. Diese reich bebilderte Bibel gehört Monseigneur de la Farée, dem Bischof von Nancy, und trägt auf der ersten Seite das Monogramm von Papst Pius VI. Sie ging beim Kampf gegen die Maschine verloren, die den Bischof gefangen nahm. Aegis fand sie auf dem Quailourage am Ort des Zwischenfalls. Also gefangen genommen, also nicht gestorben. Das ist schon mal gut. Dann besteht tatsächlich die Möglichkeit, oder die Hoffnung zumindest, ihn doch noch retten zu können. Wir müssen nur rausfinden, wo er hingebracht wurde. Also war das dann der Bischof, der in diesen... Da ist ein Haus. Dann war das also der Bischof, der in diesen Sarg reingesteckt wurde. Also ich meine, das ist das Erste, woran ich gedacht habe. Wird wahrscheinlich ein Sarg sein, nicht wahr? Weiß ich nicht. Haben wieder ein bisschen Stuff, den wir... Ich meine, leveln können wir gerade nicht. Aber wir können immer Munition kaufen, also... Kann man nie genug haben. Hi! Be not afraid. I am not a member of the Royal Army. Au contraire. I intend to put an end to it. And now comes the time when the wolves are at each other's throats. Das war's schon. I will not hurt you. You can believe me. Believe you? I'm afraid it's too late, madame. Those whose bodies are strewn about this square paid the ultimate price for their blind trust. Like me, they believed in their country, in the National Guard that they were urged to join. They believed in the Marquis de Lafayette, who was to lead them to victory. But they waited in vain for their savior. Look at them now. See what has become of their beautiful illusions. Naja, hauptsächlich matschige Leichen. Kann ich das so? Ich kann es nicht angucken, während ich mich angucke. Schade. How did they die? Steel and fire, madame. We didn't stand a chance. And our wretched commanders must have known it. They saw what that gigantic automat was capable of, yet they let him cross the bridge and didn't sound the retreat. The only reason I'm still alive is that I'm a spineless coward. I couldn't help myself. My legs carried me here, where I hid, motionless. And it was from here that I witnessed the massacre. That creature, a parody of a cardinal, nothing could stop it.
Soldiers and volunteers alike were mown down like sheaves of wheat. The automat. Does it have any weaknesses? I don't know. My comrades attacked the sphere that supported it. In retrospect, they probably should have tried a different strategy. No shit. Higher, perhaps, its head? If you could call it a head. There's no way of knowing. Ja, das weiß er natürlich vorher nicht, deswegen ist jetzt ein bisschen makaber, aber es ist ganz gut, dass die Leute das vorher uns ausprobiert haben, damit wir rausfinden können. Ah, man darf nicht auf die Panzerung schießen. Duh. I will go and find it. A votre guise, madame. My prayers go with you, even if I don't think you stand much of a chance. Noch was zu sagen? I will go and find it. A votre guise. Nein. Okay, das war doch wenigstens ein bisschen Info, die wir bekommen haben. Ja, schieß nicht auf die Panzerung, schieß lieber, kann ich das sagen? Ups. Schieß lieber auf, den Kopf oder auf die Hauptquelle der Energie. Ich würde hier auf die Energiequelle schießen, denn ich glaube, dass die am wenigsten gibt. War ein Schrank? Umliegende Schränke. Ich glaube, die ist am wenigsten gepanzert. Ach, guck mal, da ist er ja schon. Der hat eine kleine Bischofsfigur drin. Der soll wahrscheinlich den Bischof ersetzen. Der Bischof der CT. What the fuck? Ich bin fast tot. Das ist ein richtiger Bossfight. Was ist denn mit dem? Der hält ja richtig was aus. Okay, kurz warten. Au. Vielleicht sollte ich trotzdem versuchen auszuweichen. Weiter schießen, weiter schießen. Frier den ein, frier den ein. So, Waffe wechseln. Aufladen. Komm schon. Oh, der wird niemals brennen, ey. Den kriege ich niemals angezündet. Uff. Oh. Uäh, der schmeißt seine Bibel. Oh Gott. Den kriege ich nicht angezündet. Niemals im Leben. Komm schon. Okay, wir machen das anders. Ich mach mal die... Ich greife den jetzt einfach mal so lange an, bis er brennt. Und dann werde ich auf Eis wechseln. Ich glaube, das ist die schlauste Möglichkeit, die ich habe. Abstand! Oh, shit. Keine Stamina mehr gehabt. Muss ich halt mal aktiv kämpfen. Oder es zumindest versuchen. Damage. Damage. Ich habe keine Möglichkeit... an seinen Oberkörper ranzukommen. Und das Feuer lädt sich auch nicht schnell genug auf. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Ich glaube, es ist wirklich am schlauesten, doch wieder auf Eis zu wechseln und den dann einfach mit Granaten zu schmeißen. Bis er tot ist. Oder muss ich auf bestimmte Angriffsmuster warten, bis er den Kopf runternimmt, so wie in den Action-RPGs. Anders als normale Souls-like, wie hier zum Beispiel. Ups, das war die falsche Taste. Jetzt habe ich mich einfach nur geheilt. Nochmal warten, nochmal warten, nochmal warten. Aufladen, 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 aufladen. Abstand, Abstand, Abstand. Ich glaube, jetzt wird er wütend. Oh oh. Oh Gott. Der hat mich einfach rotierblättert. Dingst. Oh Gott. Oh Gott. Wird der damit irgendwann noch fertig? Oder ist das jetzt der Fight? Okay, ist nicht der Fight. Jetzt kann ich wieder. Wieder eingefroren. Gut. Wechseln. Wo sind meine Blitzgranaten? Die machen eine bestimmte Menge Damage, oder? Das sieht gut aus. Weiß nicht mehr, was Blitz macht, aber das sieht... Oh, das sieht sehr gut aus. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach, Blitz wäre die Lösung gewesen. Achtung! Wieso schreie ich Achtung? Ich spiele im Singleplayer. Oh Gott! Eine Schneise des Todes!
Mehr drauf schießen, mehr drauf schießen. Jetzt! Ich habe nicht mehr so viel zum Heilen. Also, um genau zu sein, nischt. Oh oh. Ja, ja, ja. Hallo. Jetzt sitzt Tonfer, Alter! Got him. Titan zerstört. Ach, guck mal. Ich habe jetzt nicht gelootet. Remain calm, Monseigneur. You are safe now. What did they do to me? This dream. This nightmare. What nightmare, Monseigneur? It was terrible. I was but a shadow among shadows. There was so much anger, despair. How long has it been? A day? A year? Oh, fire! There were flames everywhere! And death! Ja gut, Flammen und Tod sind ja wirklich überall. The suffering I was forced to inflict! Oh Lord, what have I done? Is this the hell that awaits our immortal souls? Once our time on this earth has ended, if this is true, then how are we to go on living with nothing to hope for, nothing to believe in? Okay, der hat ein wenig seinen Verstand verloren in dieser kleinen Kiste. Ich, so wie er das beschreibt, klingt es ein bisschen so, als wäre er verknüpft gewesen mit der Maschine, die wir gerade besiegt haben. How were you captured, Monseigneur? I was with Abbé Grégoire in Place Dauphine. We'd gone to speak with the volunteers of the Garde Nationale. We implored them not to take up arms against the king's machines. Alas. They refused to heed our words, and we had to leave in great haste. After that, mon Dieu, I can't remember a thing. Those poor people. These automats were truly made in the mold of their master. Ruthless. To think, for just one simple reproach against the court, the king cast me into hell. Und der Abbey? You owe your freedom to Abbé Grégoire. The good abbot, I tell you, this man is utterly irreplaceable. He has devoted himself body and soul to the mission I entrusted to him. Investigating the king's entourage. In particular, the man who enabled him to create this ungodly army. But, mon Dieu, the notes. What notes, Monseigneur? The notes the abbot placed in my safekeeping. Those heretics took them. I know where the documents can be found. I must go to the Châtelet prison. What shall I do? Where will I be safe? Go and join the abbot at the Société des Amis des Noirs. The way is clear for now, but you must go quickly. More automats will be here soon. Der Haken des Bischofs. Aegis ist jetzt mit dem Haken des Bischofs ausgerüstet. Mit diesem Werkzeug kann er sich zu höheren Positionen emporziehen, die bislang unerreichbar waren. Seine Nutzung verbraucht Ausdauer. LB und X. Ist ja amazing. Wir müssen auch mal drüber reden, dass das Spiel unglaublich gut lokalisiert ist, ne? Also ich habe noch nicht einen Schreibfehler gefunden. Ich habe noch keine Unstimmigkeiten in Sätzen gefunden. Ich finde es geil, dass die Sachen, die auf Französisch gesagt werden, in der Klammer dann auf Deutsch mit im Subtitle stehen. Dickes Lob an die Entwickler auch hier wieder. Kann mich echt nicht beschweren über das Game. Ich dachte, das wäre ein BH. Was haben wir gerade bekommen? Irgendein Modul hier. Dieses Modul vergrößert leicht das Zeitfenster, in dem Aegis mit dem spezialtechnischen Schild oder Schild parieren kann. Schild oder Schild. Interesting. Brauche ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich parieren kann, aber werde ich auch niemals benutzen, weil ich bringe einfach alles um. Hier war der Bischof drin. Okay, der wurde also... also der hat ja den König kritisiert und wurde dann hier jetzt von den
Robotern hier eingesperrt. Und die Roboter wurden ja geschaffen von dem Vaucanson-Typen. Was mich jetzt halt stutzig macht, der arbeitet ja dann wahrscheinlich für den König. Aber wozu das alles? Wozu? Salvenschlegel. Wozu das alles machen? Wozu die ganze Stadt vernichten? Was ist das denn? Wenn der Mechanismus ausgelöst wird, setzt Aegis eine heftige Geschosssalve ein, die vorübergehend die Bewegungsfähigkeit des Gegners stört. Ich habe gerade den Doktor irgendwo maunzen hören, ich habe nur keine Ahnung, was er will. Wahrscheinlich will er wieder irgendwas, was ich ihm nicht geben kann. Was ist das für ein Riesenteil, Alter? Richtig dicker Klonker. Richtiger Chonker. Was macht das hier? Das ist cool. Kannst du aufladen? War das aufgeladen? Das ist ja awesome. Würde ich gerne mal ausprobieren. Macht wahrscheinlich nicht so krassen Damage, weil wir nicht auf Stärke gegangen sind. Aber ich mag die Waffenvielfalt in dem Game. Dass verschiedene Waffen auch immer verschiedene Movesets haben und irgendwelche Specials und so. Das finde ich sehr geil. Das motiviert nämlich auch zum Replayen. Mit einem anderen Bild. So, wir haben ein Level-Up haben wir uns verdient. Ich würde sagen, der Zustandsmultiplikator klingt natürlich tempting, ne? Natürlich könnten wir auch mal ein paar HP skillen, aber ich... Ist jetzt nicht notwendig. Damit würden wir noch mal ein bisschen mehr Damage machen mit der Wumme. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Gegner schneller zu Statusveränderungen zu zwingen, finde ich geiler. Hier haben wir... Erhöht leicht den Feuerschaden. Das wäre natürlich noch ganz gut, wenn ich das Feuerzeug dann tatsächlich mit benutzen will. Also Feuergedöns, nicht so wie... Ich zünd was an. Also, ihr versteht schon, was ich sagen will. Hey, ich habe das Ding zerstört. Monsieur, I vanquished the creature that wiped out the National Guard. Oh so. Single-handed. You've done what an entire battalion was unable to do. For now, I urge you to stay in your hiding place. It's not safe out here yet. Oh, don't you worry about that. You won't see little François out on the streets anytime soon. François. A hero. Can you imagine? Was das? Kann ich nochmal mit dir reden? Ach, mehr will er mir nicht sagen. Okay. Da muss ich jetzt gerade spontan an Gronkh denken, wie er damals Cry of Fear gespielt hat und immer gegen die Froschschenkelfresser kämpfen musste. Aber das wird ein Insider sein, den wahrscheinlich keiner außer mir kennt. Naja, machst du nix. So, jetzt ist nur die Frage, wir haben ja auch keine Map. Doch, wir haben eine Map, aber nicht so wirklich. Julien Raymond, Abbé Grégoire, Monseigneur de la Farée. Das sind alles die Charaktere, zu denen wir hinfinden können. Nur wir haben keine lokale Map, die ich mir jetzt mal schnell angucken kann. Das heißt, wir müssen jetzt einfach mal den Level ablatschen und dann hoffen, dass ich irgendwo so einen Haken finde. The Châtelet Prison is at the other end of the Pont en Change. This grappling hook will be very useful. Wunderbar, ich habe schon den nächsten Punkt gefunden. Doktor, was ist los? Ich sehe dich. Komm her. Wenn du schmusen willst, musst du halt auf meinen Schoß auch kommen, ne? Ich gebe euch jetzt noch nichts zu fressen. Das gibt's erst in einer Stunde. Auf zu betteln. Du bist kein Hund. Du bist zwar sausüß, so wie du dich da hinten auf dem Teppich rumrollst, aber das tut doch jetzt echt nicht Not. So. Also gehen wir erstmal hier noch ein Stück weiter. Der Kader kriegt dann gleich nach der Folge Aufmerksamkeit. Auch wenn sie dann wahrscheinlich schon wieder zu spät ist und dann geht er schmollen. Der Haken im Kampf? Der Haken des Bischofs kann auch im Kampf eingesetzt werden. Wenn Aegis ihn auf einen Gegner abfeuert, erleidet dieser Blitzschaden. Vorsicht, dieser Angriff erfordert Alchemiekapseln. Und Aegis muss sich in Reichweite des Gegners befinden. Was? 175 Damage? Ich habe jetzt 6 Folgen aufgenommen. Wir haben eine weitere...
We're in grave danger. These machines have neither heart nor mind. No mercy can be expected from them. And where do you hope to find refuge, mon cher voisin? The enemy is everywhere, and they take no prisoners. Und jetzt haben wir nach 6 Folgen haben wir eine Core-Mechanik gelernt. Und die macht, die kannst du mit dem Kampf benutzen. Was noch mehr Bildvielfalt hergibt. Ist ja insane. Gleich nochmal, wenn ich kann. Und bam. Jetzt hat sie den Debuff drauf. Und jetzt kriegt es zusätzlich Damage, wenn ich nochmal schieße. Weil der Effekt von Blitz ist ja, dass die Gegner zusätzlich Damage kriegen, wenn man denen Damage macht. Boom! Du kannst dir richtig coole Builds zusammenbauen. Das finde ich sehr nice. Das finde ich sehr, sehr geil. Bin ich ganz ehrlich. Geil. Weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Hallo, ich hab dich gesehen. Kannst ouch. Aufstehen, wollte ich sagen. Achso, ich hätte mich vielleicht mal an die Vestalin setzen sollen. Das wäre schlau gewesen. Naja. Bin ich hier, um schlau zu sein? Hier, um die Gegner zu matschen. Oh. Oh ja. Oh ja. Ich hab Spaß. Ich mag das sehr gern. Jetzt. Was ist denn mit dir? Du kriegst gleich Schmus. Chill doch mal. Gehen wir mal da hoch. Und gehen erstmal oben lang, Fragezeichen. Ich glaube, unten ist nur eine Sackgasse, ne? Dann gehe ich mal ganz kurz nochmal hier rein. Hä? Oh! Das Enterhaken, du Sau! So. Wir brauchen natürlich jetzt wieder mehr Kugeln. Aber da bin ich ganz ehrlich, ist mir egal, weil die Alchemiekapseln, wir regenerieren ja sowieso manchmal, wenn wir schießen, welche. Und wenn ich keine regeneriere, dann muss ich halt wieder welche nachkaufen. Wir haben schon wieder 1080 Dinge. Ich finde es ein bisschen kacke. Meine Gott, jetzt darf kein Monster trinken beim Aufnehmen, muss ich jetzt aufstoßen. Ich finde es ein bisschen kacke, dass die Kugeln limitiert sind beim Käuf, beim Händler. Aber noch hatten wir ja keine Problemchen. Da ist ein Sack. Gehe ich jetzt extra nochmal darüber für den Sack eigentlich nicht, nee. Kann ich hier durch die Wand, wenn ich den Schrank zerstöre? Nein. Das ist ja auch ein sehr, sehr heimeliges Wohnzimmer hier. Oh, das sieht so cool aus. Sowieso, Steampunk ist ein geiles Setting. Ein absolut underused Setting auch. Die einzigen, die das benutzen, sind meistens die JRPG und die Adventure-Leute. Da wird Steampunk regelmäßig und viel verwendet. Aber so dreckiges, industrielles Steampunk, wie man das jetzt hier sieht, wo alles runtergekommen und fuckt ist, weil die halt, gut, die Maschinen haben, sind jetzt halt böse geworden, haben alles zerstört, überall ist Blut und so. Das siehst du nicht so häufig, vor allem nicht in JRPGs. In JRPGs ist es dann eher sowas wie in Trails in the Sky, dass du halt, sehr heimlich, dass du halt, ach, was mach ich denn? Luftschiffe hast und solche Sachen. Die dann halt einfach mit Zahnrädern oder mit sowas in der Richtung benutzt werden. Ich kann jetzt auf beiden Seiten runter. Weiß allerdings. Oh. Kann mich nicht beschweren. Kann mich nicht beschweren. Bin sehr zufrieden, wie gesagt. Ein Shortcut? Ne, da hinten ist doch irgendwas, oder? Da hinten ist eine Tür. Was ist da hinten? Ah, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Kannst du dich da bitte hochziehen? Dankeschön. Wir springen jetzt als erstes mal darunter. Oh Gott, das war extrem knapp. Ah, ich glaube, hier geht's dann tatsächlich einfach straight up weiter. Ist hier vielleicht irgendwo eine Vestalin? Nein, hier ist einfach nur noch mehr Wege. Dann wird hier hinten aber wahrscheinlich dann eine Gasse sein. Ich will jetzt erstmal den da Typen. Den Typen da machen. Kader nicht vor den Monitor stellen, ich kann nichts sehen! Move! Beweg deine kleinen, flauschigen Pfoten!
Friere den ein! Nein! Oh, ich habe mich doch in die Vestalin gesetzt, scheinbar. Ach stimmt, ich hatte ja aufgeladen. Ich hatte ja Munition gekauft. Hä? Oh, wey. Das ist nicht gut. Das ist okay. Okay, erstmal den da vermöbeln. Der stört mich. Doch zutiefst extrem mega dolle. Aufladen, aufladen. Gib den Klonk. Ah, goddammit. Ah, reicht noch nicht. Wir brauchen noch einmal. Nein! Oh, stimmt. Ich kann den dann nicht damit stunnen. Au. Au, 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 au. Das war auch nicht nötig. Da kann ich nicht durch. Dafür werde ich erstmal noch ein anderes Werkzeug brauchen. Wahrscheinlich einen richtig dicken Hammer, Alter. Richtig schönen, großen Klonker. Da ist ein Sack. Man weiß ja nie, was man da drin findet. Wahrscheinlich eine Essenz. Fliole mit Ausdauerflüssigkeit. Ja, naja. Besser haben und nicht brauchen als brauchen und nicht haben. Hier ist eine Vestalin. Sehr gut. Ist hier noch irgendwas anderes? Ein paar tote Schweine, aber dass die einfach zusammen mit den Menschen abgeschlachtet wurden, juckt mich nicht. Auch das, die Detailverliebtheit. Gut, es ist jetzt keine super hochauflösende Grafik für die, oder keine super hochauflösenden Modelle für die Kopfsalate zum Beispiel. Aber guckt doch einfach mal, die haben da sogar extra verschiedene Modelle von Hühnern hingehangen und verschiedene Schweineköpfe und anderen Scheiß, den man da einfach hinlegen kann. Ich finde das schon sehr geil gemacht. Da ist viel. Ich meine, gut, alles sieht halt relativ gleich aus, weil hier halt alles einfach verwüstet und Markt und Innenstadt ist. Aber guck mal da oben mit der Hilfebotschaft wahrscheinlich, die kann ich wahrscheinlich nicht lesen kann, weil sie wahrscheinlich auf Französisch stellen wird. Das ist doch cool. Ich mag das alles. Ich mag das. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich mag das halt wirklich. Ich würde es dir nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Gibt es hier irgendwas Neues, by the way? Nee, nur die stylische Klamotte. Die mir aber nichts bringt, weil, ne? Ich kann ja auch Sachen verkaufen. Allerdings wüsste ich gar nicht, wozu. Weil ich brauche eh alles im Verlauf des Spiels. Ich glaube, ich investiere wieder in Kapseln. Fertig ist. So. Okay, apropos nicht hochauflösend. Oh Gott! Oh oh. Oh oh. Jetzt! Bam! Nochmal, bam! Hab ich beide eingefroren? Yes. So, der Trick ist jetzt, die zu schlagen und dann wachen die auf und dann springen die wahrscheinlich gleich auf mich drauf, beide. Oder springen die erst auf mich drauf, wenn ich den einen gewissen Damage gemacht habe. Okay, der hat keinen Bock mehr. Ist also random. Dann kann ich auch einfach warten. Gib mir, Alter, da ist er. Au. Vive la Garde Nationale. Also, lang lebe die Königsgarde. Oder die Nationalgarde? Ja, die muss ja die Königsgarde sein, oder? Hm. Also als Protest gegen die Automaten, da war jemand da sehr kreativ. Essenz eines edlen Geistes, okay. Da komme ich nie. Oh, doch, da komme ich rein. Warte mal, was? Okay. Hier will ich jetzt aber erstmal noch gar nicht weiter. Insgesamt würde ich sagen, machen wir einfach in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt auf den Like-Button und wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder. Ciao!